Hallo Leute, willkommen bei einem neuen Part bei Mario Kart bei Part 6. So, wir haben hier wieder neue Gartell-Freigeschalte. Mal sehen. Hey! Wir haben neue Gartell-Freigeschalte. Peach! Wir holen sofort bei neue Gartell. Sehr schön, den neuen Auto hier holen wir auch. Den bekamen wir im letzten Part mit genügend Münze. Mal sehen, was wir so bei 500 Münzen bekommen. So, was für Räder holen wir denn jetzt? Auf jeden Fall, welche Räder haben mehr Tempo? Gucke mal die kleinen Räder hier an. Okay, die haben nicht so viel Tempo. Die haben schon etwas mehr Tempo. Die sind alle nicht so gut. Okay, hol ihn mal. Ja, wir holen mal diese blaue Reife hier. Okay, wir holen uns mal den Kleider hier. Das können wir hier mal loslegen. So, aufwinden. Auf den Blattkap. Den machen wir jetzt mal. So, ein Blattkap ist auf jeden Fall ein ziemlich schönes Level mit viel schöner Renntrecke. So, diese wunderschöne Strecke hier ist von der DS. Eine Strecke von den guten alten Wario. Mit der neuen Gartell geht auf jeden Fall voll ab. Kommt schon. Vielleicht kommt die Gartell auch irgendwann mal in ein anderes Mario-Spiel. Kann ja gut sein. Vielleicht also eine Ankündigung, dass die Gartell in Mario Kart 8 auch irgendwann mal in ein Super Mario-Spiel geben wird. Auf jeden Fall fände ich das voll geil. Wenn da wohl also ein Spiel geben tut, zum Beispiel Super Mario Galaxy 3 oder so. So, ich freue mich jetzt schön die Kurve hier. Mal sehen, wie wir die Kurve holen können. Perfekt. Mit einer anderen Arterie waren wir hier sogar runtergefallen. Bei die Rennstrecke. Na gut, online war es hier runtergefallen. Weil dann war die nicht so gut. Die Räder waren nicht so gut. Und der Handling war natürlich auch nicht so gut. Mann, so wie ein starker Panzer. Komm, Hupe. Zu spät. Keine Hupe bekommen. Oder die Superdröte heißt sie auch. Auf jeden Fall wollte sie etwas verändern. Die Grafik hier wurde jetzt ziemlich aufgemotzt. Und da vorne gibt es noch so einen neuen Weg. Dann die Rennstrecke etwas anspruchsvoller. Und yeah, wie bekamen wir diese Hupe hier? Also mit diesem Fahrer hier ist hier problemlos rüber zu kommen. Sauber. Komm hier hoch und sehr gut. Mal gucken, wann der nächste Startpanzer kommt. Damit können wir den abwehren. Auf jeden Fall kann unser Moment kein starrer Panzer und was anhabe, weil ich werde ihn erst schon wegblasen. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Aber mal sehen, wie das dann so aussehen wird. Auf jeden Fall wird der starre Panzer dann einfach verpuffen. Und muss auch auf jeden Fall schneller wie sein. So, um die Feuerbälle herum, die war früher zum Beispiel nicht hier und der Weg geht früher nicht so steil hoch, der war früher ganz anders. So, dann nehmen wir den Weg nochmal sehr schön und sauber.
und Erster geworden. Also diese Gegner hier hatte uns jetzt uns diese Level keine Chance gehabt in diese Cup hier. Nächstes Rennen. Diese Rennstrecke hier von GCN, irgendwie so eine alte Konsole. Welche weiß ich leider gerade nicht, weil diese Konsole habe ich bestimmt noch nie besessen. Sauber, ein Blitzstart. Damit können wir voll loslegen und mal wieder Erster. Ah, cool, wir können sogar Wasser fahren. Sehr gut. Wir haben gucken, welche Abkürzung die es mal so gibt. Vielleicht mal gucken, welche Abkürzung die beste ist. So, die Münze holen mich schon mit. Leider nur eine mit Gold. So, jetzt fahren wir einmal oben rum, für euch den Weg mal zu zeigen. Nein, nicht runterfallen. Sehr gut. Sehr gut, das war der obere Weg. So, können wir da hochfahren? Natürlich nicht, das war ziemlich blöd. Ich dachte, da wäre auch noch so ein Weg. Kaum schnell Wasser. Der Weg ist schneller. So, komm. Okay, leider eine Münze. Gut, die Münze bekam auf jeden Fall jetzt mehr Tempo. Mann, wir sehen nichts. Gut, jetzt kommt die letzte Runde. Direkt wieder rein, weil hier wir haben so mehrere Boost-Tempo-Reifen. Damit sind wir hier unter wie viel schneller, wie viel einige Sekunden. Okay, das war gar nicht gut, damit wir dagegen gestoßen sind. Immer so den Bananenausweise. Okay, hätte ich besser unterlang fahren sollen. Dann fahren wir hier rein. Gut, da kommen wir wieder hier raus und nicht an diese dann nicht an diese Wand hier. Okay, mit dem Fahrer hier ganz gut unterwegs. Weil wir falls mal die nächste Runde sehen. Diese gute Strecke hier ist von den Nintendo 3DS. Die wurde an sich so gut wie gar nicht verändern. Nur die Grafik ist ein wenig aufgemotzt hat, diesmal in Zürn.
Sauber. Okay, wie die wunderschöne Tröte hier. Komm, den Wiki können wir super nehmen. Okay, mit dem Fahrer hier auf jeden Fall kein Problem, die zu nehmen. Mit fast jedem anderen Fahrer bin ich hier von diesem Wege hier ziemlich abgekommen. Da bin ich ja fast immer runtergeflogen. Aber mit dem Fahrer hier klappt das äußerst gut. Mann, kann ja mal sehen, ob wir den wegbomben können. Ja, können wir. Gut, 4 Münze. Jetzt nur eine. Diese Blitze sind echt nicht fair. Okay, bloß in der Helle rein, sondern wie schon die Piranha-Pflanze. So, mal gucken, ob ich ein Item bekomme. Hab das mal weggeworfen. Vielleicht bekomme ich was Besseres. Natürlich nicht, aber die Münze können wir auf jeden Fall auch gut gebrauchen. Komm, brauche auf jeden Fall ein paar Münze, die wir hier bekamen. Gut, das habe ich gesehen. So, von mir aus kann die Runde jetzt gerne mal zu Ende gehen. Komm, schönes Mal Weg lang gehen. Da sind wir auf jeden Fall schneller. So, komm. Nein, Stachelpanzer. Okay, ich glaube, ein Stahlpanzer hat uns diesmal nicht komplett erwischt. Ich glaube, weil der Blitz kam. Nein, war nicht in die Luft gesprungen. Auf jeden Fall ist der Stahlpanzer ziemlich fies gewesen jetzt diese Stelle bei der allerletzten Runde. Mann, komm. Komm, gib Gummi. Sehr gut, erster mit 7 Münze. Auf jeden Fall, ich konnte mir nicht mehr rausholen, weil er das Startpanzer unterwegs hatte. Auf die nächste Runde. Erstmal wegen Schwarte, wegen dem Ladebildschirm hier. Diese Strecke ist von die N65. Ich glaube, hier hat sich von damals einiges getan. Ich habe damals Mario 64 damals noch nie gespielt. Obwohl ich damals N64 hatte. Damals hatte ich nur Zelda Ocarina of Time gespielt. Okay, mit einem zeitlichen Fall lang in die Langfolge. Auf jeden Fall gibt hier viele tausend Wege, die mir nehmen können. Mann, irgendeiner hat uns überholt. Schon wieder. Nein. Verdammt, was sind die beide ja? Alter, nicht schnell geworden. Ja.
komme diese Brücke hier. Der nächste Mal fahre ich den anderen Weg, der ist glaube ich um einiges schneller. Wir haben den Weg nochmal. Ich glaube erst bei der nächsten Runde. So. Schön, dass ich nochmal eine Münze bekam. Ja, den Weg hier auf jeden Fall um einiges schneller. Der andere Weg war ziemlich lahmarschig. Da war knapp und war fast über die Banane ausgerutscht. So, hier gibt keine zweite Wege. Sehr gut. Da müssen wir das Ziel. Die Banane können wir hier mal ablegen. Für die anderen Fahrer. Vielleicht rutscht da irgendeiner raus. Wer weiß. Ich nehme den Weg hier natürlich wieder. Dann wollte ich jetzt auf jeden Fall gewinnen. So. Da ist eine Höhle, aber die ist abgesperrt. Kommen wir so nicht durch. Auf jeden Fall wird diese Runde hier gleich vorbei. Ich glaube, das ist die letzte Runde in diese Cup. So, komm. Wir sind wieder Erster. Nein, du erwischst doch nicht. Gut, aber knapp. So hätte ich mir einige Münz verloren. Und dadurch vielleicht den... Dadurch vielleicht ich 3 Sterne verloren. So. Anzeigen. Wir haben hier einen Goldpokal bekommen mit wunderschönen 3 Sternen. 400 Münze. Cooler Stempel haben wir bekommen. So, im nächsten Part werden wir hier weitermachen. Da werden wir die nächste Runde fahren. So, bis dann Leute und haut rein.